Hallo! Ich zeige euch heute mal wieder, was in meiner aktuellen Look Fantastic Box drin ist. Die habt ihr jetzt schon eine Weile nicht mehr bei mir gesehen. Ich habe halt ein Abo von ein halbes Jahr, das war jetzt meine letzte Box. Und da ich neulich auf Instagram auch mal die Frage bekommen habe, wie ich so mit zufrieden bin und wie das alles funktioniert, dachte ich mir, ich zeige euch, wie gesagt, was ich jetzt aktuell in der August-Box drin hatte. Und damit die Orange nicht wiederholt, dass das Video so kurz ist, kriegt ihr im Anschluss noch ein paar kleine Drogeriebeutelteilchen zu sehen. Kommt halt mit so einem schicken Pamphlet daher, wo immer drin steht, was ihr in der Box drin habt. Und dann zeige ich euch mal die Produkte. Fangen wir an mit so einer Zwergengröße von Omorovica, dem Queen of Hungary Mist. Ist ja deren Kultprodukt, also ein Gesichtsspray. Sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Parfumflakon, finde ich ganz witzig, habe ich vorher noch nie gesehen, dass so ein Gesichtsspray-Produkt in dieser Form irgendwo verfügbar ist. Es sind 1,8 ml drin, also kann man jetzt nicht viel von erwarten. Packt man sich halt in die Handtasche. Dann ist von Beauty Works Professional ein 10-in-1 Miracle Spray drin. Das ist ein Produkt für die Haare, was gegen Friss helfen soll. Soll das Haar mit Feuchtigkeit versorgen, dafür sorgen, dass es irgendwie glänzt, gegen Spliss wirken, das Haar stärken. Heat Protection ist es auch, mit Antioxidantien, Anti-Aging, mehr Volumen, Superior Styling. Aha, naja, also die Marke sagt mir gar nichts, aber ja, so ein 10 in 1 mit 50 ml. Ach, mit Macadamia-Öl. Und Seidenprotein. Ich lasse mich überraschen. Dann haben wir hier von Rimmel Wake Me Up Wonder eine Mascara in Schwarz, Gott sei Dank. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich jetzt eine Mascara drin habe. Dann wieder was für die Haare. Und zwar von Alterna Caviar CC Cream. Das Produkt habe ich ja schon dank Sephora ausprobieren können, weil es diese Größe da also als 100 Punkte Goodie gibt. Da habe ich schon mehrere davon zu Hause. Finde ich super, benutze ich immer wieder gerne. Dann von Bella Pia Cosmetic Snowflake. Das ist so ein Pigment. Und wie der Name Snowflake schon vermuten lässt, also so ein Silber-Weiß-Schimmer. Das ist jetzt was, was ich nicht benutze. Also ich vermute mal, das Ding werde ich auf Kleiderkreisel dann irgendwie loswerden. Und last but not least haben wir hier drin von Yves Lom den weltberühmten und laut Vogue angeblich besten Cleanser aller Zeiten mit 30 ml. Und dazu noch so ein kleines Tuchteilchen. So ein Pöttchen habe ich schon, benutze ich aktuell jetzt auch gerade. Was ich darüber denke, werdet ihr dann im nächsten Aufgebraucht-Video erfahren. Ja, also wie gesagt, das kam auch noch dazu. Und das war es dann auch schon, was jetzt wie gesagt in meiner aktuellen Box drin ist. Ich verlinke euch das auch gerne nochmal, wo ihr sie abonnieren könnt. Also ihr müsst sie nicht abonnieren. Der einzige Vorteil daran, wenn ihr sie abonniert, weil ihr eh vorhabt, sie irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Monate zu bekommen, dass ihr dann eben ein bisschen Rabatt bekommt. Deswegen, ich habe es jetzt, wie gesagt, für ein halbes Jahr getestet. Ich habe jetzt aber auch gerade wieder so ein Angebot bekommen für 3 Monate Glossy Box, irgendwie für 10 Euro im Monat. Deswegen habe ich das jetzt gerade mal abgeschlossen und werde mal gucken, wenn ich damit durch bin, ob ich die Look Fantastic Box dann weiterbeziehe. Aber ansonsten, also es gab zwischendrin ein paar Boxen, die waren so lala. Es gab welche, die fand ich halt richtig gut. Die hier finde ich auch wieder völlig in Ordnung. Ist halt mal so eine Frage, ne? Ob da jeder irgendwie jetzt unbedingt Geld für ausgeben will. Und dass er dann gefühlt 20.000 Proben zu Hause in der Gegend rumstehen hat. Ihr wisst ja, wie es ist. So, kommen wir jetzt noch kurz zu dem Drogeriekram und dann sind wir auch schon wieder durch. Dann könnt ihr euch wieder in die Kühltruhe verziehen. Und zwar habe ich bei meinem DM wieder ein paar schicke rote Preisschildchen in der Haarpflegeabteilung entdeckt. Oder beziehungsweise in der Haarabteilung generell. Und zwar bei Elnett war
dieses Haarspray auf 1,45 oder so reduziert. Mit Kamelienöl, Antifriss, bla, leicht zum Ausbürsten. Doch, die Mühe kann man ja mal probieren. Und von Pantene ein intensives Feuchtigkeitssoufflé, das man übrigens auch in den trockenen Haaren benutzen kann. Sowas finde ich ja ganz gut. Also Produkte, die eben nicht nur nach dem Waschen ins Haar gegeben werden, sondern irgendwas, was man zwischendrin halt auch nochmal reinpappen kann, um da wieder ein bisschen mehr für Feuchtigkeit zu sorgen. Ich wasche mir meine Haare nur alle 4 oder 5 Tage. Das heißt, zwischendrin ist es immer ganz schön, gerade jetzt im Sommer, wenn die Sonne irgendwie so schön brutzelbrutzel, dafür sorgt, dass sie noch trockener werden, dass man die halt wieder so ein bisschen aufpeppen kann. Wenn ihr euch tatsächlich jeden Tag die Haare wascht, ist sowas natürlich überflüssig, aber ich bin mal gespannt. So, und während ich bei DM Trüffeln war, habe ich noch ein paar Sachen mitgenommen, und zwar von Essence und ein Castries-Teilchen. Das war jetzt hier aus dieser Lumination LE. Da habe ich das Blush mitgenommen. Der Rest hat mich jetzt irgendwie nicht so aus den Socken gehauen. Das fand ich hier ganz schön. Dann habe ich von Essence aus der, ich glaube, es ist eine neue Reihe, Matt Touch Blush Reihe, zwei mitgenommen, und zwar einmal den Bury Me, das ist der hier, und das andere ist Peach Me Up. Ich muss sagen, ich bin von denen irgendwie nicht so mega begeistert. Also die Farbe von den Bury Me finde ich eigentlich ganz schön, aber ich habe das Gefühl, die werden bei mir fleckig, wenn ich die verblende. Und ich trage die halt über dem gleichen Puder oder der gleichen Foundation auf wie andere Blushes, bei denen mir das nicht passiert. Von daher muss ich jetzt eigentlich davon ausgehen, dass das dann an dem Produkt liegt. Die Farben so sind halt ganz hübsch. Also jetzt beileibe irgendwie nichts Weltbewegendes, was man unbedingt haben muss. Aber ja, ganz nett. Bloß wie gesagt, irgendwie funktioniert das bei mir momentan nicht so gut. Also ich kann mal gucken, wie es dann ist, wenn es irgendwie nicht mehr gefühlte 40 Grad draußen sind. Aber wie gesagt, merkwürdig ist halt einfach, dass die im Gegensatz zu anderen Blushes, die ich, wie gesagt, über gleiche Foundation und gleichen Puder und bei gleichen Temperaturen benutze, dass die halt so zwischendrin so kleine weiße Stellen lassen. Das ist irgendwie nicht so cool. Dann habe ich noch mitgenommen von Essence. Hier gibt es ja offensichtlich eine neue Lippenstiftlinie, oder sie haben die Dinger einfach nur anders umverpackt. Ich finde die Verpackung eigentlich gar nicht mal hässlich. Gefällt mir irgendwie ganz gut hier mit dem farbigen. Das ist jedenfalls die 09 I Feel Pretty. Sie haben blöderweise nicht draufgedruckt, wie die Reihe heißt. Ich glaube, es war irgendwas mit Glossy oder so. Weil er sieht ziemlich bam aus, kommt aber, wie gesagt, mehr so glossy raus. Also es ist trotzdem immer noch ein auffälliger Farbton. Aber ich hätte jetzt beim bloßen Betrachten hier von dem Lippenstift erstmal gedacht, dass das halt noch mehr knallt. Aber ich bin mit der Farbe so sehr zufrieden. Und dann habe ich mir noch einen Lip Liner mitgenommen, und zwar die Nummer 06 Satin Mauve. Ist, glaube ich, auch nichts Neues. Kommen eigentlich diese ganzen komischen kleinen Flusen her? So, da unten, wie gesagt, noch Lip Liner in Satin Mauve. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, ist das der Dupe für Whirl oder für Saw von MAC? Pappe ich euch eine freundliche Anmerkung hin, wenn ich es denn finde. So, ja, das war's dann auch schon wieder. Dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag mit einem Aufgebraucht. Das ist der Plan. Zauberhaftes Wochenende. Schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das seht, und bis bald. Tschüss.